Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu Mathe Bock, wenn Mathe Bock macht. In diesem Video geht es darum, wie du mit der vektoriellen Geradengleichung eine Punktprobe machen kannst. In der linearen Algebra ist es sehr einfach, denn die vektorielle Geradengleichung, ihr kennt es, die ist ja eigentlich eine Sammlung von lauter Punkten und diese Punkte, die werden definiert durch diesen Ortsvektor zu irgendeinem unbekannten Punkt, nämlich dem x-Vektor. Und der setzt sich zusammen aus irgendeinem Vektor, der erstmal auf die Gerade drauf führt, plus irgendwie oft mal den Richtungsvektor m. So, und wenn jetzt ein Punkt auf der Geraden liegt, so gibt es ein r, ja, das nämlich eindeutig den Ortsvektor x zu diesem Punkt liefert. Liegt ein Punkt nicht auf der Geraden, gibt es natürlich auch kein R aus den reellen Zahlen, das in allen Koordinaten gleich ist. Manchmal werdet ihr vielleicht feststellen, dass zwei Koordinaten übereinstimmen, aber die dritte Koordinate, die stimmt nicht und dann ist natürlich auch der ganze Punkt nicht auf der Geraden. In diesem Fall gibt es zwei Beispiele. Gegeben ist die Gerade g, x ist gleich 1, 2, 6 plus r mal 1, 2 minus 1. Zu prüfen ist, ob die Punkte 2, 4, 5 und 3, 3, 6 auf der Geraden g liegen. Wie machen wir das? Der Punkt wird dann erreicht, wenn sich der Ortsvektor zu diesem Punkt hier zusammenbasteln lässt. Also setzen wir doch den Ortsvektor zu diesem Punkt, also 2, 4, 5, als Spaltenvektor geschrieben mit der Geradengleichung gleich. Ihr kennt das Prinzip, diese vektorielle Schreibweise, die kann man auch in ein lineares Gleichungssystem umbasteln. Wir schreiben also einfach 2, 1, 1 mal r, 4, 2, 2 mal r, und 5, 6, minus 1r oder minus r hin und einfach die Zeichen, die dazwischen stehen, die wandern hier dazwischen. Dieses Gleichungssystem ist sehr einfach zu lösen, denn wir haben ein überbestimmtes, das nur eine Variable enthält. Und hier können wir ganz einfach auflösen nach r, indem wir hier 1 subtrahieren. Da steht 1 ist gleich r, also in der ersten der x-Koordinate ist r gleich 1. Prüfen wir in den anderen Koordinaten, ob das funktioniert. Setze ich hier r gleich 1 ein, dann haben wir 2 plus 2 mal 1 ist auch 4. Das heißt, in der zweiten Koordinate ist ebenfalls r gleich 1 und in der dritten Koordinate 6 plus 1 mal minus r. Ergibt natürlich 5 und auch hier ist der Fall, r ist gleich 1. Wir haben festgestellt, in allen drei Koordinaten lässt sich r so wählen, dass es genau gleich ist. Dann passt das lineare Gleichungssystem, es ist eindeutig lösbar und damit liegt der Punkt p auf der Geraden. Im nächsten Schritt prüfen wir, ob der Punkt Q auf der Geraden liegt und wir machen das ganz genauso, indem wir den Ortsvektor zu dem Punkt mit der Geradengleichung gleichsetzen. Wir erstellen daraus wieder ein lineares Gleichungssystem. Auch hier versuchen wir jetzt wieder koordinatenweise nach r aufzulösen. In der ersten Koordinate ergibt sich für r durch Subtraktion von 1, 2 ist gleich 1r. Probieren wir dieses in der zweiten Koordinate. Hier führt das zu 3 ist gleich 6
Das ist natürlich ein Widerspruch. In dem Fall hier ist r gleich 1/2. Und schon haben wir einen Widerspruch. Wir markieren den. Und allein das Nichtauftreten der Richtigkeit in einer Koordinate führt dazu, dass eben der ganze Punkt nicht auf der Geraden liegt. Ich hoffe, das Video hat dir etwas weitergeholfen, vielleicht auch ein kleines bisschen gefallen und du hast etwas dazugelernt. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, abonniere meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.